Anders. Hallo und willkommen zurück zur Sommer Edition. Heute haben wir Beatrice Häcki bei uns und wir machen diesen Special, den gibt es ja oft in diesen tollen Zeitschriften, vorher, dann passiert was, die Verwandlung und nachher. Und bei uns geht es natürlich einmal mehr nicht nur um die äußeren Verwandlungen, sondern was passiert oder was passierte bei Bea im Innen. Genau. Ja, hi Bea, schön, dass du da bist. Was wir natürlich wissen wollen ist, wie war dein Leben, bevor du über dieses Verständnis gestolpert bist? Vielleicht magst du uns ein wenig von dem erzählen. Ja, sehr gerne. Und danke, dass ihr mich angefragt habt. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wie war mein Leben vorher? Ich war ein extremer Kopfmensch. Es hat sich alles in meinem Kopf abgespielt. Wenn ich so zurückdenke, ich konnte kein normales Gespräch zu zweit führen. Ich war auch immer zu dritt, weil da immer diese Stimme im Kopf auch noch mitgesprochen hat. Ich war schon sehr früh sehr perfektionistisch, sehr ehrgeizig und habe mich aber immer sehr mit anderen verglichen. Und ich habe immer geschaut, was können andere gut und warum können die das gut und was könnte ich tun, dass ich das auch gut kann oder vielleicht noch besser. Und das hat schon sehr früh angefangen. Ich weiß gar nicht wieso. Das war schon sehr früh so, dass ich mich mit allen verglichen habe und dass ich irgendwie so in einem ständigen Konkurrenzkampf war. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mehr tun, ich muss an mir arbeiten, ich muss mich optimieren, ich muss irgendwas tun, dass ich besser werde oder dass ich irgendwie anders werde, damit ich, keine Ahnung, mehr Aufmerksamkeit bekomme, mehr Bestätigung bekomme und mehr für mich selbst das Gefühl habe, ich bin gut so, wie ich bin. Und das hatte ich nie so richtig, das Gefühl. Und das wurde irgendwann extrem schwer, weil, wie schon gesagt, ich konnte schon gar nicht mehr mich selbst hören. Ich habe mich wie irgendwie selbst verloren. Auf dem Weg, auf der Suche nach mir selbst, habe ich mich immer mehr verloren. Und irgendwann wusste ich gar nicht mehr so recht, wer bin ich eigentlich? Und ich hatte immer im Innen irgendwie so ein Gefühl, wer ich bin oder was ich bin. Oder hatte immer das Gefühl, irgendetwas will raus. Irgend so eine Freude, eine Lust am Leben. Aber die wurde immer irgendwie so ein bisschen gedämpft. Dadurch, dass ich das Gefühl hatte, was könnten die anderen denken, wenn ich jetzt plötzlich so bin. Weil ich bin doch eher so die Ruhige und es ist komisch, wenn ich plötzlich anders bin. Und ich hatte einfach immer diese Stimme im Kopf, die mir gesagt hat, was denken die anderen? Mach das, dass die besser denken oder mach das, dass du besser bist. Und einfach immer dieses Blablabla im Kopf. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil. Vielen Dank fürs Teilen, wo so irgendetwas passiert ist, wo du etwas gesehen hast für dich, ein Moment oder Momente, und was geschah dann? Interessanterweise hatte ich schon als Kind ab und zu so wie den Gedanken oder wie so das Gefühl, etwas ist wie in mir drin und so mein Körper ist einfach die Hülle. Und ich hatte wie so ein komisches Gefühl, ich konnte das nicht beschreiben. Ich war ein Kind und hatte das manchmal. Ich hatte einen langen Nachhauseweg. Und als ich da manchmal zu Fuß nach Hause gelaufen bin, hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas in mir drin ist, was keine Gestalt hat. Und das wie so durch diese Hülle nach außen blickt und dadurch irgendwie so die Welt wahrnimmt. Und ich hatte manchmal so den absurden Gedanken, was wäre denn, wenn dieses Etwas in mir plötzlich in einer anderen Hülle wäre, in einem anderen Körper, würde ich das dann gleich wahrnehmen. Und ich hatte sehr oft solche Gedanken und die kamen irgendwie und ich versuchte sie dann irgendwie zu verstehen und dann waren sie wieder weg.
Aber das hatte ich immer wieder so ein bisschen. Und ich fand das auch so spannend im Philosophieunterricht am Gymnasium. Einfach so diese Theorien, so, ja, wer sind wir eigentlich und was machen wir hier und was ist der Sinn von unserem Leben eigentlich, von unserem Dasein? Und irgendwie habe ich auch immer gespürt, auch beruflich, hat mich das auch immer begleitet, so dieses, ich muss besser sein oder ich muss mich mehr anstrengen, andere können das viel besser als ich, ich bin Kindergärtnerin. Und irgendwann kam dann aber auch so das Gefühl, da muss noch was anderes sein. Ich glaube nicht, dass ich nur Kindergärtnerin bin. Ich glaube, da ist noch irgendwas anderes da. Und ja, ich hatte das Glück, dass Lea ein Coaching angeboten hat, so ein Karriere-Navigator-Coaching. Und damit hat es dann eigentlich ein bisschen begonnen. Also wir haben dann mal so geschaut, ja, was könnte ich denn noch und was sind sonst noch so meine Ressourcen und Stärken? Und dadurch habe ich dann Lea ein bisschen näher kennengelernt. Ich kannte sie schon vorher ein bisschen, aber so habe ich sie besser kennengelernt. Und so kam ich irgendwie Stück für Stück auf diesen Weg, auf diese Reise und habe dadurch immer mehr spannende Dinge gesehen. Mhm. Und trotzdem, immer noch, mein Kopf, der hat immer noch ständig gerattert. Und ich wollte immer noch alles mit dem Kopf verstehen und analysieren und auf der intellektuellen Ebene verstehen. Und irgendwann, das war dann glaube ich fast ein Jahr später, habe ich dann noch ein Coaching gemacht bei Lea. Und da ging es dann wirklich so ganz spezifisch um die drei Prinzipien. Und sie hatte aber schon vorher, glaube ich, diese Impuls-Mails geschickt mit diesen Kurzvideos, wo sie auch schon darüber gesprochen hat. Und ich habe die gehört und habe es aber nicht so ganz verstanden. Ich habe dem zugehört und ich fand das irgendwie, ich fand es verständlich, aber ich konnte es nicht umsetzen. Und dann, es war ein Wochenende, war ich in Zürich bei Lea und ich habe dann auch das Buch von Michael Neal angefangen zu lesen, die Inside-Out Revolution. Und ich weiß wirklich noch, wie ich in Zürich in diesem Park saß mit diesem Buch und es hat mich so richtig frustriert, dieses Buch. Ich habe gelesen und gelesen und er hat davon gesprochen, dass alles so viel leichter sein kann. Und ich habe immer auf das Rezept gewartet. Ich habe immer gedacht, ja, sag's mir doch jetzt. Sag mir doch jetzt, wie es geht. Es muss doch einen Trick geben oder einen Tipp oder sag mir jetzt, ich möchte jetzt die Anleitung haben. Und so bin ich dann wieder ins Coaching gegangen bei Lea und sie hat mir da so schöne Dinge aufgezeichnet. Und das Erste, was ich eigentlich gesehen habe, war diese Stimme im Kopf und so ein Bild dazu zu haben. Und bei mir ist das so eine Fräulein Rotzenmeier, so mit dem erhobenen Finger, so eine ganz strenge Dame, die auf Etikette achtet und die Knicke auswendig kann. Und die mir halt immer sagt, jetzt musst du das tun, weil sonst denken die anderen, geht gar nicht. Und zu merken, dass das nicht real ist, das hat bei mir einen enormen Unterschied gemacht plötzlich. Ich habe gemerkt, aha, ja, die ist da. Ich muss sie auch nicht wegsperren, weil die kommt sowieso wieder, die ist sehr hartnäckig. Aber ich muss mich dem nicht so hingeben oder ich muss dort nicht eintauchen. Ich darf da ihre Sachen erzählen, aber ich muss sie nicht glauben. Und das hat für mich einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Und mit dem hat es eigentlich angefangen, dass ich wie in vielen Situationen dann erkannt habe, wann spricht jetzt die Rottenmeier und wann ist es wirklich etwas anderes, etwas darunter. Etwas Leiseres, etwas weniger Strenges. Und so kam ich irgendwie auf diese Reise und habe jeden Tag dann auch mehr gesehen oder bin mir so bewusster geworden, wo ich auch gerade stehe. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich so in Stress und in diese vielen Gedanken gebe, desto mehr kommt diese Rottenmeier und hämmert auch nochmal drauf. Und das sind so die Momente, die ich jetzt sehr, sehr viel besser wahrnehme und erkenne und weiß, was sie sind. Und ich weiß auch, dass ich in dem Moment nichts tun muss. Außer ich spüre etwas.
was gerade kommt und was gerade stimmt. Aber ich muss nicht irgendetwas tun, um diesen Sturm zu beruhigen oder diese Gedanken loszuwerden, weil vorher hatte ich immer das Gefühl, ich muss diese Gedanken loswerden, ich muss etwas tun, dass sich diese Gedanken verändern oder dass ich nicht mehr so perfektionistisch denke oder dass ich mich selbst nicht mehr so einschränke. Und das hat für mich so viel Freiheit auch gebracht und so viel Leichtigkeit, dass ich das nicht wegmachen muss, dass das sein darf. Aber ich muss nichts damit anstellen. Ja. Schön. Danke, Bea, deine Vorher-Nachher-Geschichte. Eines der schönsten Makeovers, die ich in einer Summer Edition jemals gesehen oder gehört habe. Vielen Dank. Es ist auch immer wieder so schön, darüber zu sprechen. Manchmal rührt es mich richtig, wenn ich jemandem davon erzähle, dann manchmal kommen mir auch einfach die Tränen, weil ich endlich irgendwie angekommen bin. Und ich weiß noch gar nicht, wo ich morgen bin und übermorgen und in einem Jahr, aber ich bin bei mir und das gibt mir so viel Sicherheit. Ich weiß, es kann nicht schief gehen. Mhm. Wenn etwas schief geht, dann ist es so und dann mache ich wieder in dem Moment, was kommt. Mhm. Ah, und das. Herrlich. Vielen Dank. Genau. Danke euch. Bis zum nächsten Video in der Summer Edition. Danke euch. Tschüss.